Für alle drei sind die ersten Schritte gleich. Mehlige Kartoffeln werden mit Schale etwa 20 bis 30 Minuten lang gekocht. Mit einem Messer können Sie testen, ob die Kartoffeln auch gar sind. Die Kartoffeln dann abgießen. Anschließend geben Sie die Kartoffeln auf ein Backblech, um sie im vorgeheizten Ofen ausdämpfen zu lassen. Danach werden die Kartoffeln gepellt. Der zweite Schritt kann beginnen. Geben Sie Mehl auf die Arbeitsfläche und drücken Sie die noch heißen Kartoffeln durch eine Presse auf das Mehl. Mit den Fingern formen Sie nun eine Mulde. Dort hinein kommen zwei Eier. Geben Sie auch etwas Salz hinzu. Mit der Teigkarte lassen sich alle Zutaten wunderbar grob vermengen. Mit den Händen kneten Sie dann aus der Mischung einen glatten Teig. Den fertigen Teig formen Sie zu einer Rolle. Diese Rolle schneiden Sie mit der Teigkarte in drei Teile. Aus einem Teil werden nun die Knödel. Und zwar gleich vier Stück. Ihre Hände sollten Sie mit Speisestärke einreiben und dann die Knödel formen. Auch Gnocchi können Sie aus dem Kartoffelteig machen. Dazu auf der bemehlten Arbeitsfläche eine dünne Rolle formen. Anschließend mit der Teigkarte kleine Stücke von dieser Rolle abschneiden. In der Hand formen und mit den Gabelzinken das typische Muster eindrücken. Für Schupfnudeln den dritten Teil des Teiges in etwa 1 cm breite Stücke abteilen. Diese Stücke rollen Sie auf der bemehlten Arbeitsfläche mit den Händen zu Schupfnudeln. Alle drei Varianten müssen übrigens jeweils 5 bis 10 Minuten im Salzwasser garziehen.